Hallöchen und weiter geht's mit Marvel Future Fight. So, hier sehen wir unsere Champions. Hier haben wir Iron Man, Black Widow und Captain America am Start. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal eine nächste Mission. Wir sind hier auf Normal, wie ihr seht, im Level Nummer 4 und starten die ganze Aktion einfach mal. Gucken, was wir hier reißen. Ich bin gespannt, was haben wir hier? Iron Man hat sich nicht geirrt. Irgendetwas stimmt nicht mit den Ultrons. Was meinst du? Warum passt nicht dazu, wie sich Mutter früher benommen hat. Okay, hat jetzt ja keinen Bock zu lesen. Wir überspringen den Dialog einfach mal. Du kannst Material zum Verbessern des Aufrüstens Rangs bei normalen Missionen finden, sowie Helden. Okay, alles klar. Beginnen wir einfach mal und gucken, wie wir dreißen. So, dann beginnen wir gleich mal. Zack, zack, zerstören hier alles, was hier rumrennt. Cool, wir sind im nächsten Level aufgestiegen. So muss es laufen. Haben wir hier noch was zum Zerstören? Jo, haben wir eine Kiste am Start. So, dann zischen wir hier weiter und machen hier auf jeden Fall auch gleich mal ein bisschen Bambule. Werden wir erstmal unseren Champion wechseln. Zocken jetzt eine Runde mit unserem Iron Man. Der geht natürlich auch mal bombastisch ab, der Typ. Dann können wir hier erstmal wieder ein paar Kisten zerstören. So muss es laufen. Mit dem Steuerkreuz finde ich auch echt cool gemacht, dass das sich immer dahin schiebt, wo er euren Daumen hinlegt. Finde ich auf jeden Fall eine bombastische Aktion. Jetzt können wir natürlich unseren Champion noch mal wechseln. Wir nehmen einfach mal Captain America mit ins Boot und zischen gleich mal hier rein. Gleich geht's weiter. So, da sind wir schon. Was haben wir da für einen Gegner? Ultron Protector, okay. So, wo haben wir den Typen? So, jetzt will ich mal gucken, ob hier noch was in der Kiste rumliegt. Ja, genau, da ist sie. So, dann sind unsere Special-Teile auch wieder voll. Von daher können wir den jetzt zerstören. Das war's. Auf jeden Fall super Runde. Haben wir uns auf jeden Fall super verkauft. Captain America hat auf jeden Fall das gerissen, was er reißen wollte. Sehr schön. Wir sind im Level aufgestiegen. So muss es laufen. Shield aufgestiegen. Okay, Energielimit ist auch hier gestiegen. So muss es laufen. Richtig geile Sache. Würde ich sagen, gehen wir hier erstmal raus und gucken, was wir noch so machen können. So, hier haben wir Team. Was haben wir denn hier für ihn, Alter? Ghost Rider, okay. Meisterausrüstung, zack, gehen wir mal zurück. Gehen wir wohl. Hier können wir natürlich später noch ein paar freischalten. Alter, wie viel sind denn das? Das ist ja unglaublich, richtig unklar, richtig Hammer. So, wie gesagt, den haben wir hier, dann können wir den eigentlich auch Ausrüstung beitreten. Das sind hier beitreten. Jetzt können wir sagen, wer weg soll. Stufe 5, der ist gerade mal Stufe Nummer 1. Ich würde sagen, wollen wir die Braut erstmal rausschmeißen? Ich würde sagen, jo, dann haben wir hier nämlich ein neues Teammitglied am Start. Können ihn auch erstmal ein bisschen pimpen. So, dann können wir natürlich... Oh, ich gehe mal nochmal in mein Team. Hier können wir nochmal einen Anführer bestimmen. Anführer, du kannst die Fähigkeit Anführer durch Beherrschung freischalten. Ah, okay. Das hier aktiviert, einhellender Angriff, okay, schließen, dann können wir hier auf alles gucken, Erinnerung an die Bürgerkrieg, Iron Mania, okay. Ach so, hier müssen wir das Team zusammenstellen, wir brauchen auf jeden Fall beide, hier brauchen wir auch noch ein paar. Alles klar, geile Sache, Teambonus, müssen wir ja erstmal wissen. So, dann nehmen wir hier erstmal wieder auf schließen, was haben wir hier unten? Einhellender Angriff plus 16, okay. Hier können wir natürlich später auch nochmal, du kannst den Platz nutzen, sobald du Shieldstufe 10 erreicht hast. Alles klar, wissen wir Bescheid. Gehen wir erstmal wieder zurück. Ich wollte euch eigentlich nur mal ein bisschen was zeigen, was hier so geht. Hier sehen wir natürlich unsere Erfolge. Hier haben wir natürlich auch ein bisschen was erledigt. Können wir natürlich einsammeln. So muss es laufen. Die Truhe findest du in den Posteingang. Okay, dann holen wir das auch gleich. So, die Truhe findest du in deinem Posteingang. Okay, alles klar. Dann gehen wir zurück. Gehen hier auf Freunden. Was haben wir da?
Facebook-Freunde, Sozial, WhatsApp, Twitter, WeChat, Line, oh, okay. Können wir auf jeden Fall auch eine ganze Menge hier noch machen. Finde ich cool, macht empfohlen, was haben wir da? Navi Charif, Ahmed, okay, da können wir natürlich fragen, ob die unsere Freunde sein wollen. Ja, okay, brauchen wir aber erstmal nicht. Hier können wir nochmal auf Inventar gehen. Hier sehen wir Biometriken, was haben wir da? Biometriken, Captain, du kannst Captain America rekrutieren. Kann auch zum Verbessern des Rangs verwendet werden. Okay, behalten wir erstmal. Hier haben wir ein paar Materialien. Eine Basismaterial zum Verbessern der Ausrüstung eines Helden von Typ Kampf. Okay. Leichtes Energieteilchen, ein Basismaterial, verbessert Ausrüstung, ein Heldentyp Tempo, okay. Ausrüstungspaket, ein Basismaterial zum Verbessern der Ausrüstung der Helden, okay. Und was haben wir hier? Sehr elastische Faser, ein Basismaterial zum Verbessern der Ausrüstung eines Helden vom Typ Tempo, alles klar. Hier haben wir ISO 8 Teile. Hier können wir natürlich durchblättern, was es hier halt so gibt. Gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Verbrauchsgut. Gut, okay, verkaufen, verwenden, alles klar. Gehen wir aber erstmal auf zurück. Ich würde sagen, wir zocken erstmal die nächste Mission und checken ab, wie es im Level Nummer 5 im Kapitel 1 der verschwundene Wissenschaftler weitergeht. Gucken, ob wir uns irgendwie leisten können, ob wir auf die Reihe kriegen. Wir haben ja jetzt einen neuen Typen hier mit am Start, den Ghost Rider. Du kannst deinen Verbündeten Sammelpunkte schicken und von, okay, alles klar. So, dann jetzt erstmal weiter. Jetzt haben wir den Ghost Rider auch gleich hier am Start. Gucken, was der so auf Tasche hat. Alter, wie geht der denn ab? Alter, der fetzt, der haut gleich alle auf die Mütze. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt aber erstmal unseren Helden wechseln. Und zocken eine Runde mit unserem Iron Man. Genau so sieht's aus. Haben wir hier ein paar Truhen? Nö, haben wir nicht. Da ist eh, ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welcher Held in euren Augen der coolste ist, den ihr bis jetzt am Start habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Also ich finde Iron Man extrem cool, Captain America fetzt natürlich auch wie Sau. Also da gibt es mehrere, die man nutzen kann. Schreibt immer in die Kommentare, ob ihr schon einen neuen Held bekommen habt. Ich habe ja noch keine wirkliche Peilung, habe ja gerade erst angefangen. Vielleicht könnt ihr mir helfen und mir sagen, wie ich einen neuen Helden bekomme, was ich da machen muss. Erklärt mir mal, wäre cool, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Würde ich mich freuen und würde ich mich auf jeden Fall jetzt auch schon im Vorfeld dafür bedanken. Also vielen Dank, sozusagen. So, dann zwischen wir hier weiter, gucken, was wir hier noch so reißen können. Aber erstmal sieht's Bombe aus. Wir fetzen hier auf jeden Fall alles kaputt, was sich uns in den Weg stellt. Wir zwischen erstmal zu Captain America, machen mit dem erstmal weiter Bambule. So, dann nehmen wir natürlich unseren Ghost Rider und zwischen mit dem weiter. So, holla, ich kann's nicht glauben, Vision, Black Widow, ja, was, Labor im Inneren, Stark Tower, mein Anzug und jetzt Vision, was ist jetzt das Objekt von Ultron? Gut, dann würde ich sagen, überspringen, was, okay, ich will weiter zocken, deswegen will ich nicht unbedingt lesen, jetzt zocken wir gegen Vision, gucken, ob wir den irgendwie killen können, ich bin gespannt. Machen wir erstmal einen Screenshot, zack, und beginnen dann einfach mal so. Machen wir erstmal Move. Also unser Iron Man, der fetzt auf jeden Fall ohne Ende. Jetzt würde ich allen sagen, nehmen wir nochmal Captain America. Gut, hat sich schon erledigt. Wir haben gewonnen, Mission abgeschlossen. Haben natürlich gleich wieder ein bisschen was bekommen. Machen erstmal einen Screenshot von unserem Team. Was haben wir bekommen? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gehen wir erstmal auf weiter. Gehen wir hierauf, würde ich sagen, Labor im inneren Stadttower. Es ist schon zu spät. Okay, abbrechen. Klicken wir mal weiter. Zack, 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 die labern hier mal ohne Ende. Aber so, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es extrem geil, wie ihr gemacht ist. So, cool, unser Ghost Rider ist schon auf Stufe Nummer 3. Den haben wir auf jeden Fall gut gepimpt. Gut, wie gesagt, ich würde sagen, wir sind erstmal durch für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und hoffe natürlich, dass ihr wie immer beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch was, bis dann, tschüss.